Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Mod. Und ja, ich denke, es geht dann jetzt auch auf jeden Fall mal weiter mit der Trainingsmission, denn es gibt ja noch einiges, was wir hier nicht ausprobiert hatten. Ich glaube, ich war bei Melee und Archery. Behind the Story, you will find an Archery Range und so weiter und so fort. Was ich hier noch nicht ausprobiert hatte, war ja das Schwertkampfgedöns. Was wir ja eigentlich auch gar nicht brauchen. Wobei, hatte ich das schon ausprobiert? Ich weiß es gar nicht. Wobei, ist ja halt auch eigentlich gar nicht so meins, ne? Das ist so in so ein Stealth-Game gehört das. Ach, das, ja, genau. Ich wollte hier gerade rein, glaube ich. Und dann hat sich das Spiel aufgehangen. Es ist ja auch eigentlich was man in diesen Spielen nicht braucht. Also meiner Meinung nach. Es ist tatsächlich ja der Sinn der Sache, dass man im Verborgenen bleibt, dass man gar nicht erst entdeckt wird. Und wenn man in Kämpfe verwickelt wird, hat man irgendwas falsch gemacht. So, jetzt nehme ich mir das aber trotzdem mal, weil üben müsste man ja vielleicht trotzdem. So, you're a thief, not a warrior. But sometimes you have to fight. Use your short sword. Press and release attack to do a default right. Bla 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 bla. Overhead swing back. Okay, lese ich mir. Oh, Verzeihung. Lese ich mir jetzt gar nicht so genau durch, weil will ich ja eigentlich gar nicht wissen. So. Ich will es schon wissen, aber ich will es im besten Fall nicht gebrauchen müssen. So. Hey, wo ist mein Schwert? Wie ziehe ich mein Schwert? Okay, stopp! Stopp! Geht ja schon gut los. Wie ziehe ich mein Schwert? Attack to do a default right left slash. The mouse must be in motion when you press attack. Okay, ich habe doch. Ach so, ich muss ja erstmal hier mein Schwert ausrüsten. Ich weiß aber nicht mehr wie. Okay, Sekunde, 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 Sekunde. Nein. Nein, zurück. Einstellung. Steuerung. Waffe wählen? Gibt es sowas wie Waffe wählen? Waffen. Kurzschwert. Zwei. Okay. Also zwei. Bäm. Okay. Jetzt kannst du losgehen. Komm her. Komm her. Nix drop dead. Aua. Aua. Das tut doch weh. Bäm. Okay. Gut. Jetzt habt ihr gesehen, wie man das einsetzen kann. Wenn ich von oben nach unten mache, so. Normalerweise hat er ja gerade, genau, dann einen Schlag von oben nach unten gemacht. Ist ein bisschen schwierig. Muss ich auch zugeben, ist eher nicht so meins. Ist halt. Wie packe ich denn die Waffe jetzt nochmal weg? Och, diese. Steht hier irgendwo, wie ich die Waffe wegstecken? Ach du Scheiße. Wo ist das denn? Ach, da oben ist das. Meine Güte. Hauptmenü, weiter. Nein, nein, nein. Ach, die Maus. Mausempfindlichkeit ist zu. Das funktioniert nicht. Das hier? Nein. Oder. Ach, ja, das funktioniert nicht so, wie es soll. Was soll's. Jedenfalls ist das eigentlich sowieso ein Teil des Spiels, den ich gar nicht erst wirklich in Anspruch nehmen möchte. Sprich, dieses, ja, das war jetzt richtig schlau. dieses Kämpfen ist irgendwie sowieso nicht so meins. Da verkacke ich auch grundsätzlich drin. Das will heißen, ich möchte es gar nicht erst wirklich groß. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz in die Einstellung gucken. Beliebige Taste drücken. Nehme ich das jetzt. So. So, das funktioniert doch schon. Alles andere hat irgendwie nicht funktioniert. Na gut. Was haben wir denn hier? Stealth and Shadows. Das ist was ich definitiv schon weiß. Ich will jetzt nur die Sachen durchgehen, die in diesem Spiel neu sind. Das ist ja tatsächlich ein sozusagen Ableger von Dark Project, aber es ist halt nicht Dark Project. Und deswegen gibt es hier einige Neuerungen. Gamma und Brightness hatte ich schon. Jumping and Climbing weiß ich.
Keys und Lockpicks, das ist noch was ich euch unbedingt zeigen wollte, denn das Schlossknack-System ist hier ein komplett anderes als in den vorherigen Thief-Spielen. You can find lockpicks in the lock chest, pick up the key und so weiter. Genau, damit mache ich jetzt dann das hier auf und nehme mir die Dietriche. So, jetzt haben wir hier wieder ein wundervolles Buch. Mastery of your lockpicks is essential if you are to complete the many missions that await you und so weiter und so fort. There are two types of lockpicks, triangle and snake. To begin, you must have the correct lockpick select in inventory. If you do not, you will see a red flash behind the lockpick icon. Will heißen, ich habe zwei verschiedene und ob ich den richtigen ausgewählt habe, sehe ich, wenn ich versuche, das Schloss zu knacken und hinter dem Dietrich so ein, also hier unten, hinter dem Dietrich so ein rotes Leuchten erscheint, dann ist es der falsche, dann muss ich den anderen nehmen. Und ich muss halt nah genug an der Tür stehen, dass, Moment, wie blätter ich nochmal um? Ich weiß es nicht. Ach Gott. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt, deswegen. Barrieren, ducken, Angriff, bla. Werkzeuge. Allgemein. Okay, ich weiß es nicht genau. Ist, glaube ich, jetzt auch egal. Ich weiß ja, wie es geht. Deshalb werde ich auch wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit jetzt noch hier in dieser Trainingsmission verbringen. So, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. The store is easy to pick. It has one tumbler. Das heißt, ich muss nur einmal quasi ein Schloss hier öffnen, um da durchzukommen. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal, es tut mir echt leid, wenn ich hier jetzt immer wieder... Oh Gott, ist das laut. Meine Fresse. Ach, Spiel. Nee, Steuerung. Ich gehe auf Steuerung. Waffen, Aktionen, Inventar, Dietriche wechseln mit P. Das wird noch öfter passieren, dass ich hier jetzt dann nicht weiß. Ist der falsche, also wechseln. Zack. So, was jetzt genau passiert ist, erkläre ich euch bei dem nächsten. Ihr habt gesehen, ich habe den Dietrich benutzt und dann hat sich da dieses Häkchen bewegt. Und solange es sich bewegt, darf ich es nicht wieder loslassen. Also ich drücke quasi die Taste zum Schlossknacken und lasse sie gedrückt so lange, bis das Ding sich aufhört zu bewegen. Und in genau diesem Moment, in dem es sich aufhört zu bewegen, muss ich loslassen. Und dann habe ich das Schloss geknackt. Das ist ein bisschen tricky, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. First Barrett Door Key. Das heißt quasi, ich könnte damit jetzt hier das auch wieder abschließen. Aber muss ich eigentlich nicht. So, jetzt muss ich kurz gucken, wie ich wieder meine Dietriche rankomme. Da. So, jetzt könnt ihr das Ganze, der hier ist nämlich ein bisschen schwieriger. Da muss ich 3, glaube ich, öffnen. Und hier könnt ihr dann jetzt sehen, wenn ich es drücke, das ist der falsche, muss ich den anderen nehmen, wenn ich es drücke, bewegt es sich. Und ich lasse es so lange gedrückt, bis es sich nicht mehr bewegt. Ups, da war zu früh. Und genau in dem Moment muss ich loslassen. Jetzt gehe ich davon aus, dass ich den anderen brauche. Zack. Ach, da brauchte ich sogar nur 2-mal. Okay, da habt ihr gesehen, es ist tatsächlich ein bisschen tricky. Aber wenn man diesen Moment raus hat, wenn man dieses... Ja, man muss da ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, glaube ich. Aber wenn man das raus hat, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Und es macht auf jeden Fall mega Spaß. Das muss ich euch zumindest, das kann ich euch zumindest sagen. Hier fange ich jetzt hiermit an. Der Vorteil ist, wenn man einmal einen Teil des Schlosses geknackt hat, wie jetzt zum Beispiel ich, den ersten Teil habe ich ja jetzt geschafft. Wenn man jetzt den zweiten verkacken sollte, dann muss man nicht wieder von vorne anfangen, sondern man fängt einfach bei dem zweiten Schloss wieder an. Das ist wahrscheinlich nicht ganz originell, beziehungsweise nicht ganz so. Na, da war ich, glaube ich, habe ich zu lange gedrückt. Das ist nicht ganz realistisch, sage ich mal, aber es ist auf jeden Fall
Das vereinfacht das Spiel auf jeden Fall ziemlich. Zack, fertig. So, wenn ich nämlich jedes Mal wieder von vorne anfangen müsste, würde das auf Dauer wahrscheinlich ziemlich frusten. Und das kann man hier, glaube ich, nicht gebrauchen. So, das hier ist jetzt eine Tür. Das heißt, man hat nichts, woran man sich orientieren kann. Man sieht nicht, wie sich dieses Nöppelchen da bewegt, sondern man muss hören. Man muss nur hören, sozusagen. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Das ist schon der falsche, nämlich den. Okay, da hat es Klick gemacht. Das heißt, den ersten habe ich schon geschafft. Gut, man sieht an der Klinke halt, dass sie sich bewegt. Zack, das war der zweite. Und weiter geht's. Zack, der dritte. Was, noch einer? Das ist jetzt natürlich wieder realistischer gewesen. Weil so Türen ist ja genau das, was ich auch knacken möchte. Oh, so viel! So viel, so viel, so viel, so viel, so viel, so viel. Oh Gott, das ist so wundervoll. Oh, das habe ich in diesem Spiel einfach vermisst, wisst ihr? Dieses Geräusch. Das ist so toll. Ich liebe es. So. Jetzt wird's spannend. Denn the wall safe gives no visual cue, also picking und so weiter. Also hier habe ich nichts zum Gucken. Das Problem ist aber, durch das Ding da höre ich auch irgendwie nichts. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich den hier irgendwie knacke. Da habe ich zu lange gebraucht. Damit ich das Ding gleich ausschalten kann. Und überhaupt erst was höre. Zack. Da haben wir es schon. So. Warning, danger from moving parts. Aha, okay. Gut, jetzt moven die nämlich nicht mehr. Und jetzt habe ich meine Ruhe. Jetzt kann ich mich hier dran machen. Zack, da hat es geklickt. Hier ist es halt nochmal ein bisschen schwieriger als bei der Tür. Bei der Tür hatte ich wenigstens noch so ein bisschen die Türklinke, an der ich mich orientieren konnte. Hier habe ich nichts, was ich sehen kann. Da muss ich wirklich rein nach dem Hören gehen. Ach, das ist der falsche. Ach, da hat es schon wieder Klick gemacht. Ach, ich liebe dieses Geräusch. Ups. Okay, noch einmal. Ups. Oh. Ist das nicht wundervoll? Ach, geil. So, das waren jetzt quasi die Lockpicking-Mission-Dinger. Und jetzt habe ich euch damit einmal gezeigt, wie das mit dem Schlossknacken hier funktioniert. Das ist ein bisschen was anderes als in Dark Project und Thief, aber das macht es für mich nochmal interessanter. Denn das finde ich ein ziemlich geniales System, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch eins der Sachen, die mir hier mit am besten gefallen hat. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich bin hier, glaube ich, alles jetzt einmal durchgegangen. Objects und Handling, das ist noch was, was ich auf jeden Fall noch machen müsste. Weil hier gibt es ja auch einige andere Objekte noch, mit denen ich interagieren kann. Es wird ein bisschen dunkel, merke ich gerade. Ah. Okay, die kann ich nur bewegen. Die kann ich mitnehmen. Sehr schön. Das kann ich auch nur bewegen. Muss man so ein bisschen versuchen auszuprobieren. Was kann ich hier mitnehmen? Was kann ich nur bewegen? Auch noch ein paar Sachen. Das ist, manchmal sehen die Sachen golden aus, wie zum Beispiel dieser Kelch, aber sie sind halt nicht golden und deswegen kann ich mit denen dann auch nichts anfangen. Aber das hier alles, oh, es ist wundervoll. Gott, ich liebe es. Und jetzt gucke ich einmal hier kurz unter den Hut. Und da finde ich zwei Ringe. Tada! So kann es nämlich gehen. Man muss unter jedem Objekt nachschauen. Muss gucken, man kann hier alles irgendwie verwenden. Ich
Ich kann sogar einen Krug einfach in den Ofen stellen, weil ich es kann. Das Blöde ist nur, man kann hier mit dem Essen halt nichts anfangen. Man kann es rumtragen, aber man kann es nicht mehr essen. Das finde ich ein bisschen schade. Das gab es nämlich in den ersten beiden Teilen durchaus. Dass man dann da wenigstens was futtern konnte. Das hat dann auch ein bisschen das Leben wieder regeneriert. Kann ich den denn knacken? Nein, kann ich nicht. Brauche ich wahrscheinlich einen Schlüssel für. So, hier haben wir jetzt die ganzen Objekte, die mir während den Missionen meistens zur Verfügung stehen. Einmal eine Blitzbombe, mein Kompass, ein Fernglas, Heiltränke und eine Laterne. Die Laterne finde ich ziemlich cool. Try to remove the candlestick from the box. Press and hold manipulate key to rotate and tilt. Bla bla bla. So, ich kann versuchen, dieses Kerzendings hier einmal herauszuholen. Upsi. Habe ich es noch? Ich glaube, ich habe es verloren. Das hängt jetzt hier in der Ecke fest. Verdammt. Nee, doch nicht. Tada! Das sah jetzt zwar mega unprofessionell aus, aber ich habe es rausgeholt. So muss das. Okay. You can drop held objects with FROP or the drop key. Okay. Okay, da oben, das kann ich jetzt zum Beispiel runterwerfen, indem ich versuche, da was gegenzuwerfen. Was allerdings nicht das Einfachste ist. Tada! So, du bist mein. Und so kann ich dann natürlich auch an die Dinge rankommen, die weiter oben versteckt sind zum Beispiel. So, und hier? Was haben wir jetzt noch hier? Nochmal ein Kerzenständer. Sometimes oxygen is too heavy to lift. You might be able to push it through. So. Aber... was ist denn hier too heavy? Ups. Yeah! Das war Absicht. Ach. Cool. Wenn man den Angriffsbutton drückt, kann man die Sachen durch die Gegend schieben. Bringt mir das hier denn irgendwas? Nee, irgendwie nicht wirklich. Aber gut, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Hold the candle and press use to pinch it out. Ups. Use? Was ist denn use? Try to light off all the... what? Was heißt denn use? Benutzen. Aus Inventar. Nee, das ist ja was anderes. Bewegung, Aktion, allgemein. Dücken, lehnen, bla. Schleichen, links drehen, vorwärts, Aktionen. Ziehen. Manipulieren. Z oder Maus 3. Ach, parieren, manipulieren. Nee, das ist ja was anderes. Okay, Upsi. Ja, Maus 3 ist doch das hier. Oder... wartet ganz kurz. Interagieren. Maus 2. Angriff. Springen, hochziehen. Laterne an, aus. L... aha. Oh, Atemtrank. Das sagt mir, dass ich hier auch schwimmen kann. Das freut mich. Oh, das freut mich sehr. Aber wie benutze ich
Denn was? Ich weiß es nicht. Oh, upsie. Ich probiere jetzt einfach mal alles aus. Z ist auch was anderes. Ach, I. Okay, auf I interagieren wahrscheinlich oder so. Dann kann ich die ausmachen. Das ist aber auch schwierig hier. Ich finde es für den Anfang ein bisschen problematisch, wenn man hier zu viele Möglichkeiten hat, zu viele Interaktionsmöglichkeiten. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Oh, Ratte, hallo. Weil man am Anfang einfach auch sehr viel Zeit damit verbringt, zu gucken, was man wo machen kann. Kann ich mit Tellern werfen? Puh! Okay. Gut, das war es dann auch erstmal, glaube ich. Das ist so alles an größeren Unterschieden zu dem normalen Dark Project bzw. zu Thief gewesen. Und kann ich die auch rotieren? Kann ich doch, oder? Ich könnte die auch irgendwie... Nee? Oh. Egal. Jedenfalls waren das so die größten Unterschiede zu dem normalen Dark Project. Das sind jetzt Sachen, die ich hoffentlich auch immer wieder benutzen kann. Und dann würde ich mich als nächstes aber auf jeden Fall in die normalen Missionen begeben. Der Part ist wahrscheinlich schon wieder irre lang und es tut mir fürchterlich leid, dass ich den schon wieder mega überzogen habe. Aber das waren einfach auch Dinge, die ich euch noch zeigen wollte. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir uns beim nächsten Mal eine der Missionen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!